noch da. Es gibt eine Verbindung. Obwohl seine Seele, weiß ich nicht, wo es ist, aber er lebt noch. Aber wir sagen, er lebt. Deswegen auch im Grab. Die Seele kommt zurück, sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie? Allah a'lam. Wie der Zustand ist? Allah a'lam. Wir haben nur etwas Ähnlichkeit geschaffen. Aber Allah a'lam, wie im Grab ist. Die Seele kommt zurück. Wie kommt zurück? Erstmal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, dass der Verstorbene das Laufen seiner Familie hört. Wenn sie weggehen, diese Fußabtritte, diese Laufen, er hört das. Was sagt er? La tatrukuni, la tatrukuni, lasst mich nicht allein, ich bin noch hier. Wir hören nicht, du gehörst nicht mehr zu uns. Du bist in einer anderen Welt. Andere Gesetze, andere Naturgesetze. Du gehörst uns nicht mehr. Aber er ruft, la tatrukuni, la tatrukuni. Was kommt? Die kommen zwei Engel zu ihm. Liebe Geschwister, es ist im Hadith so überliefert von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der die Wahrheit spricht. Er sagt, zwei Engel kommen zu ihm. Sie sitzen ihm. Bis diese Watte, was man in den Ohren macht, bis diese Watte runterfällt. Und bis, deswegen bei den Verstorbenen, wir schließen hier nicht zu, normalerweise bei dem Tuch, und wir machen ihm Watte in seine Ohren. Das kommt alles runter, das fällt runter. Wenn er gut ist, er sieht zwei schöne Engel, die schön strahlen, die gut riechen, die kommen mit einem Lächeln, mit einem schönen Empfang. Diese zwei Sachen. Aber bevor ich zu diesen zwei Sachen, eine habe ich vergessen. Dammatul Qalb. Es gibt ein Zusammendrucken im Grab, was jeder leiden wird. Als ein Gefährte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, ich glaube, das ist Mu'adh. Sahih, Mu'adh. Als er gestorben ist, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand von diesem Zusammendrücken des Grabes beschützt ist, dann wäre das Mu'adh. Aber Mu'adh hat das auch gehabt. Dieser Dammatul Qadr, bis die Knochen zusammenkommen. Das muss mir dabei. Da bist du um. Ich bin in einem engen Ort. Und dann kommen die Engel. Sie fragen dich drei Fragen. Drei Fragen. Man Rabbuk? Eins. Ma dinuk? Zwei. Ma taqulu fil rajul alladhi bu'itha fik? Drei. Keine Angst. Sie können das auch auf Deutsch sagen. Also, du wirst das verstehen. Du wirst das Allah erinnern, wie das ist. Ob das mit welcher Sprache, aber es wird so sein. Ja? Jeder bekommt diese Frage. Jeder. Man sagt nicht, es wird auf Deutsch Allah erinnern. Darüber sprechen wir nicht. Das ist eine verborgene Welt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, jeder bekommt diese Frage. Die erste Frage, wer ist dein Gott, dem du gedient hast? Der fromme Mensch. Er hat Überzeugung. Er sagt, Allah, Rabbi wa Rabbuk, mein Herr und dein Herr, Allah. Gut. Ma dinuk, was ist deine Religion? Der Islam. Ich war so glücklich in dieser Religion. Ich war so froh, dass ich diese Religion hatte. Das ist meine Religion. Und dann sagen sie, was sagst du über den Gesandten, der zu euch kam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Prüfung ist bestanden. Was machen sie dann? Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm folgende Geschenk. Erstens, sein Grab wird breiter. Wie breit? Ein Meter? Zwei Meter? Drei Meter? Nein. Das ist wie seine Sicht im Horizont. So hat
er ein Grab. So breit. Kamat de Basari. Wie er sieht, wie er den Horizont. Horizont sieht. Dieses Wort kann ich nicht sprechen. Horizont. So breit. Das ist ein Eis. Nummer zwei. Er hat wie einen Garten von dem Paradies. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, immer Rauda min Riyad al-Jannah au Hufra min Hufar al-Nar. Der Grab ist entweder eine Grube, ein Garten von dem Paradiesgarten oder eine Grube von der Hölle, wal-Iyadu billah. Er bekommt das wie ein kleines Paradies. Dann kommt ein Mann. Sie sind weg, die anderen. Ein Mann kommt auf einmal zu ihm rein. Er strahlt. Alles leuchtet bei ihm, schöne Kleidung. Er riecht gut. Man sagt, Al-Muhammad sagt, dass dieser Geruch hat er niemals in seinem Leben gerochen. So schön. Er kommt rein mit einem Lächeln. Er sagt ihm, Mann, Alt, wer bist du? Dein Gesicht bringt nur schöne Botschaften, scheinbar. Also wie ich sehe. Er sagt ihm, Allah. Ich bin deine gute Taten. Deine gute Taten wurden in einen Mann umgewandelt, sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der schön aussieht, der gut riecht, mit schöner Kleidung. Er kommt zu dir. Ich bin deine gute Taten. Wallah, bei Allah. Laqad kunta sari'an fi ta'atillah. Bati'an ila ma'siyatillah. Bei Allah, ich bezeuge das. Du warst schnell, wenn es um gute Taten handelt. Du warst immer schnell. Ah, gibt es eine Sitzung am Sonntag? Mach ich. Ah, gibt es eine andere Sitzung? Mach ich. Gibt es gute Taten, wo ich verrichten kann? Gibt es jemanden, dem ich helfe? Immer warst du zu schnell. Er sagt dir, du warst zu schnell, wenn es um Guten geht. Du machst gute Taten. Und wenn es und schlechten geht, dann warst du zu langsam. Nein, das mache ich nicht. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst vor Allah. Diese Sünde mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ja? Und immer bereust du. Er sagt ihm, Abschied, freu dich. Er kommt zu ihm. Und er bringt ihm die frohe Botschaft. Dann wird ihm ein Fenster geöffnet. Was für ein Fenster? Von der Hölle. Auf einmal, was ist das? Hölle, er sieht die Hölle. Dann sagen sie ihm, das ist dein Aufenthaltsort gewesen. Das würde dein Aufenthaltsort gewesen, wenn du auf der Erde gewesen wärst. Da wärst du gewesen. Und dann öffnen sie ihm ein Fenster zum Paradies. Er sieht das Paradies, er sieht Frauen. Er sieht schöne Sachen, er sieht Früchte, er sieht diese, alles, was Allah Ta'ala erschaffen hat. Was ist das? Wunder! Was sagt er? Sie sagen ihm, das ist dein Aufenthaltsort. Er wartet auf dich. Da kommst du. Das ist dein Ort. Was sagt er? Allahumma aqim as-sa'a. Allahumma aqim as-sa'a. Oh Allah, mach die Stunde schnell. Zerstöre die Welt, damit wir wieder zur Auferstehung kommen. Er will schnell zum Paradies kommen. Er denkt nicht, dass sein Bruder noch in der Irre ist. Warte, bis mein Bruder sich bereut. Egal. Hauptsache ich. Hä? Oder sein Freund. Deswegen sage ich euch immer, denkt an eure Familie. Denkt an eure Geschwister. Wenn du, Alhamdulillah, die Möglichkeit hast, dass du hier kommst und über Allah hörst, dein Bruder hat diese Möglichkeit. Dein Freund, den du liebst, deine Schwester, bring sie mit. Bring sie mit, wenn du sie wirklich liebst. Und deswegen, wenn es geöffnet wird, Allah subhanahu wa ta'ala schickt ihm diesen Mann mit schöner Kleidung und dann kommt der Koran und das Fasten. Auch in einer schönen Gestalt. Was machen sie alle da? Sie leisten ihm Gesellschaft. Ja? Damit es nicht so langweilig ist. Der Koran zitiert mit ihm den Koran. Wenn er einer den Koran auswendig gelernt hat,
Ja, fangen wir mit zuerst. Ja, dann liest er. Und dann.